Moin Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das, was in diesem Paket drin ist. Und zwar haben wir hier eine Bestellung gehabt für eine Veränderung an der Gabel. Das heißt heute kein Motovlog, sondern ein Umbau. Aber nur ein ganz einfacher eigentlich. Und zwar haben wir einmal hier so Neoprenschützer. Damit hat sich was ganz Cooles auf sich eigentlich. Das erkläre ich euch später. Worum es eigentlich hauptsächlich geht heute, ist in diesem Paket hier drin. Das ist ziemlich cool. Das sind nämlich diese Gabelfaltenbälge, damit die Gabel so ein bisschen breiter aussieht. Weil ich finde, die Originalgabel an der XSR 700 sieht halt ein bisschen schmal aus, weil es halt eine normale Telegabel einfach ist und ein bisschen langweilig. Deswegen machen wir ein Upgrade mit diesen Dingern hier. Das sind die JVB Gabelfaltenbälge Super 7 von JVB Kedo. Kann man bei denen im Shop kaufen und alles, was hier in diesem Paket drin ist, ist im Prinzip die Faltenbälge, zwei Sticker und einmal so zwei Zipper-Dinger. Wie heißen die Dinger nochmal? Keine Ahnung, schreibt es in die Kommentare. Egal. Auf jeden Fall damit herzlich willkommen zu dem neuen Video und wer mich noch nicht kennt, ich bin der Mango bzw. der Marcel und wir werden heute zusammen diesen Umbau machen, ohne das Bike aufzubocken. Das ist die Challenge, weil ich habe gerade nämlich nichts zum Aufbocken da. Von daher, mal sehen, wie das klappt. Let's go. So, meine Idee war es jetzt mit Spanngurten eigentlich, das Bike hier quasi einmal aufzuheben. Einfach an meinem Stangengerüst, was ich gebaut habe. Hoffentlich klappt das. Ich bin gespannt. Okay, mal gucken, wo wir es jetzt festmachen. Also ich überlege es ehrlich gesagt am Lenker oder an der Lenkerklemme hier unten. Oder eigentlich geht er, glaube ich, auch an der Gabelbrücke. Ich glaube, das ist ganz geil da eigentlich. So, ich mache mal eben einen Gang rein. Eine Seite, ich mache eben die zweite Seite, dann zeige ich euch das im Detail. Ja, also ich habe mir auch keine Montageanleitung oder sowas angeschaut, deswegen ich mache es jetzt einfach so im Prinzip. Ja, geil, meine Konstruktion ist in der Luft. Schön. Ja, das Gerüst habe ich eigentlich nur zum Trainieren aufgebaut, aber es funktioniert. Ich zeige euch das einmal. Hier seht ihr, das Rad ist freischwebend, das heißt, wir können jetzt gleich schon mal die Gabel abmontieren. Die wird nämlich hier an den Schrauben einfach nur festgehalten. Hier sind zwei, eins, zwei und hier ist nur eine sogar, sehe ich gerade. Auf der anderen Seite eben dasselbe Spiel. Und das Ganze festgemacht mit Spanngurten einfach ja, hier dran. Und natürlich habe ich einen Gang drin, denn sonst würde die mir einfach wegrollen wahrscheinlich. Ständer ist noch draußen für den Fall der Fälle. Ansonsten sieht das schon einigermaßen stabil aus, würde ich sagen. Richtig geil. Hat gut geklappt, ehrlich gesagt. Ja, willkommen bei Mango Vision improvisiert. Ne? Genau. Ansonsten, worauf man noch achten müsste, ist hier oben, wie weit ihr die Gabel wieder hochzieht am Ende. Das sieht man hier jetzt ganz gut. Ich zeige euch das auch nochmal eben. Das ist genau passend zu der... zu dem Grad, wo der Verschlussdeckel auf der Gabel sitzt. Genau da muss dann die Gabel wieder rein. So, dann würde ich sagen, beginnen wir die Demontage der Gabel. Ich fange erstmal hier unten an, die Schrauben zu lösen einfach. Zack. Zack. Na komm. Ja, schön vorsichtig, ne? Tatsächlich. Löst ihr die letzte Schraube einmal. So. Und dann kommt euch die Gabel nämlich schon entgegen. So. Dann schön langsam. Ah, okay, ich sehe gerade, die Bremsen müssen doch ab. Das geht so nicht, weil die Bremsschläuche hier dranhängen. Ah, das ist ein bisschen ärgerlich. Okay, gut. Ihr seht das jetzt dann. Ich mache die Fehler, ne? Ihr werdet das hoffentlich nicht so machen. Also, ABS muss ab und Bremse muss auch noch ab. Ich habe jetzt einigermaßen hochgezogen nochmal und mache jetzt nochmal die Schrauben fest. Eins, auch gar nicht so fest, also ein bisschen leicht fest reicht schon. Also erstmal muss ab das hier, das ist der ABS-Sensor, der muss ab. Und dann die Bremse, die kann, glaube ich, mit den beiden Schrauben einfach abmontiert werden. Und der ABS-Sensor ist auch nur einseitig. In dem Zuge können wir eigentlich auch direkt die Katzenaugen wegmachen. Denkt dran, nach links drehen ist immer auf, nach rechts drehen ist immer zu. Die ist natürlich ordentlich fest. Seite gelöst.
Wichtig an dieser Stelle ist jetzt, dass ihr den Bremshebel bitte nicht mehr betätigt. Sonst wird es ganz schön schwer, den Reifen wieder reinzubekommen später. Lösen wir mit einer 10er Nuss einfach. Jetzt abmontiert, wir schauen einmal und wir sehen, die Bremse lässt sich also sehr einfach lösen und es klingelt. So, ich habe auf beiden Seiten das Bremssystem jetzt gelöst. Wir werden jetzt nochmal die Schrauben von der Gabelklemme quasi lösen. Und dann können wir die Gabel eigentlich abnehmen. Ich sehe gerade, es sind noch ein paar mehr Sachen. Da war das zusammengeklipst, einfach zusammengedrückt. Das könnt ihr einfach aufmachen, indem ihr die beiden Clips nach oben rausdrückt. Super easy. Hier, da ist noch diese Schraube, die hält quasi die Schläuche noch hier am Rad fest. Das muss noch ab. Das ist einfach so ein Blech. Wenn ihr diese Schraube abgemacht habt, dann kommt dieses Blech mit ab. Und dann ist das Bremssystem komplett freiliegend. Ich habe jetzt einfach so einen Kleiderbügel, den hänge ich mal hier rein einfach. So, jetzt hängt das Bremssystem hier an dem Kleiderbügel und wir können die Gabel jetzt abmontieren. Und wir lösen runterkommen. Okay, das Rad steht schon wieder und das Bike muss deutlich höher, wie wir sehen. Und das Ding ist raus. So, jetzt haben wir die Gabel einmal entfernt. Ihr seht hier, das Bremssystem hängt schön dran. Auch da haben wir keinen Schaden und jetzt machen wir erstmal die Gabel sauber, denke ich. So, ich habe keine Ahnung, wie man das hier abmacht. Kann mir das einer schnell sagen oder kann ich das hier einfach rausziehen? Sieht so an, als wäre das in irgendeiner Art Fassung drin oder so. Wie geht das ab? Tut aber ganz schön weh hier. So Leute, versuchen wir mal zwei, hoffentlich funktioniert er besser. Let's go. Warum ist der Kack denn nicht hier irgendwie gesteckt oder so, wodurch man das dann rausziehen kann? Ich verstehe das nicht, wieso man das so konstruiert, Leute, ehrlich. Das ist ja voll der Müll, Alter. Oh, ja! Es hat doch funktioniert. Oh. Na komm schon. Ja. Ja. Oh. Oh. God damn it, Alter. Na komm, Junge. Ich mach das fertig, Alter. Na komm, Junge. Oh. Kann doch nicht wahr sein. Ja! Das war ein Kampf, Leute. Okay, Leute, so, ich habe jetzt den ersten Faltenbalk dran. Hat mich sehr viel Arbeit gekostet, weil ich habe den Steinschutz einfach geschnitten, wie ihr hier sehen könnt. Und herausgefunden, dass da drinnen eine Nut ist, wo das dann festgemacht ist. Das heißt, er wurde irgendwann mal reingepresst oder reingedrückt und sollte, glaube ich, sein Leben lang drinnen sitzen, weil das ist nicht dazu gedacht, um es wieder rauszuholen, sehe ich zumindest hier. Beziehungsweise, wenn man es rausholen würde, würde man das ohnehin kaputt machen. Deswegen versuche ich es jetzt auf der anderen Seite. Ich habe es jetzt hier leider ein bisschen unzart gemacht und mir leider, und da ärgere ich mich jetzt gerade extrem drüber, einen Kratzer hier reingemacht. Ich werde das jetzt mit dem Lackstift später nochmal verschönern, aber ärgert mich sehr krass, auf jeden Fall. Jedenfalls ab und ich versuche es jetzt mal gleich mit Hitze, weil das ist ja nur Kunststoff. Das heißt, das sollte weich werden und wenn es weich ist, versuche ich es rauszuziehen. Hoffentlich klappt das. Kann doch nicht wahr sein! Ja! Okay, also mit Hitze und Kraft ist das möglich. Ich sehe auch hier ganz deutlich, diese Einsparung für die Nut hier sind noch quasi nicht weggeschmolzen, aber sagen wir mal, die waren einfacher wegzudrücken. Jetzt habe ich. Bitte? Nachdem wir uns den Krampf unseres Lebens gegönnt haben mit diesen Steinschutzdingern, bauen wir die Gabel wieder ein. Auch das ist wahrscheinlich so ein bisschen nervig. Aber das sollten wir hinkriegen und danach mit den richtigen Drehmomenten wieder festmachen, die Bremsen wieder festmachen. Und dann sind wir wieder fahrbereit. Aber ich habe noch eine andere Sache. Ihr habt ja die Neopren-Dinger hoffentlich noch nicht vergessen. Die machen wir dann auch noch dran. Aber erstmal machen wir jetzt das fertig. Alter. Könnte man sich das leichter machen, indem man das Rad abbaut und die Gabel einzeln da reinschiebt. Aber ich mache es natürlich lieber kompliziert. Ist ja klar, weil ich bin ja der Mango. Ja, und drin ist sie. Und. Oh. So, ich habe alles jetzt einigermaßen festgemacht.
wichtig ist, dass wir jetzt das richtige Drehmoment hier anwenden. So, ich mache jetzt erstmal die Bremsen dran, wieder komplett. Und danach können wir das Ganze ablassen und dann machen wir jede einzelne Schraube mit Drehmoment fest und mit Loctite. Zack. So. Erfolgreich die Bremse fixiert. Wir machen die Schraube natürlich nicht fest, weil erst muss Loctite dran. Ein bisschen reicht. So, die Bremssättel bekommen 35 Newtonmeter. Und dann kommt die Schraube ran. Und hier rein. So. Hey, haben zwei Leute eben Bock, mir zu helfen? Ja. Das ist schon mal das Erste. So. Das ist locker und das ist locker. Ja, jetzt lass es droppen. Also lass einfach ruhig langsam runter. Genau. So, ich habe die Faltenberge jetzt nochmal hochgezogen und dann packe ich die nochmal hier fest einmal mit den Dingsterbumsters und dann sind wir durch. Die Neoprenschützer kommen jetzt nämlich hier an den oberen Teil der Gabel dran. Die ich jetzt so schere, sind natürlich viel zu lang, deswegen werden wir jetzt einfach kürzen mit einer Schere. Okay Leute, ich habe das abgemessen und markiert. Jetzt kommt noch Kreppband dran, damit ich auf jeden Fall gerade schneide. Krass, das hat sich echt gut schneiden lassen. Das sieht sick aus, Leute. Geil, Mann. So Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Also ein richtig kostengünstiges und wirklich richtig geiles Upgrade. Optisch macht das schon so viel mehr her, finde ich. Jetzt fehlt nur noch die LED-Lampe, andere Blinker, das kommt alles noch. Aber das finde ich schon sehr nice. Ja, dann würde ich sagen, war's das mit dem Video. Ich verabschiede mich an der Stelle. Ich würde mich richtig freuen, wenn ihr ein Like da lasst und ein Abo. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.